Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem aktuellen Parkbauprojekt Mountains of Takanyo. Beim letzten Mal haben wir ein Zuhause für das Riesenkrokodil Deinosuchus gebaut. Und am Gipfel von diesem Gehege leben einige Pteranodons. Außerdem haben natürlich unsere Riesenkrokodile auch tolle Namen von euch bekommen. Und jetzt geht's wieder weiter mit unserem Park Mountains of Takanyo. Bevor wir uns jetzt dem nächsten Gehege widmen, möchte ich allerdings hier noch eine Sache ändern. Achso, und übrigens, hier die Mod ohne Käfig, die funktioniert jetzt auch, wenn man das Spiel lädt. Also ihr könnt jetzt hier die Pteranodons wieder frei fliegen sehen. Ah, ein paar Sachen muss ich trotzdem noch bearbeiten. Also hier die Lampen und so sieht man immer noch. Also so ein bisschen Überarbeitungsbedarf besteht hier trotzdem noch. Aber ich bin schon sehr zufrieden, dass das Ganze jetzt auch wieder ladbar ist und funktioniert. Aber jetzt kommen wir mal dazu, was sich heute als erstes ändert in diesem Gehege. Denn ich habe wieder eine neue Mod installiert. Nämlich die Enhanced Mixed Errors Mod. Und diese bringt, habe ich euch auch schon mal vorgestellt, diese tollen Monorail Lookout Stops rein. Das heißt, da hält die Monorailbahn an und macht einen kleinen Zwischenstopp, damit die Gäste dann noch ein bisschen Zeit haben, das Gehege zu begutachten. Und genau das möchte ich hier einbauen. Und so passt es eigentlich schon. Bin jetzt sehr gespannt, ob die jetzt auch da anhält. Sollte aber eigentlich funktionieren. Da kommt sie schon, die Bahn. Wenn jetzt alles richtig läuft, hält die gleich in der Mitte an. Und dann hat man genügend Zeit. Ja, funktioniert. Hat man genügend Zeit, hier das Gehege zu begutachten und die Krokodile sich anzuschauen. Und wir machen jetzt nahtlos weiter, nämlich hier vorne in diesem Bereich. Da müssen wir jetzt erstmal Platz schaffen. Weil hier vorne, wo diese zwei wunderschönen Wasserfälle sind, möchte ich unser nächstes Gehege bauen. Dafür müssen wir jetzt erstmal natürlich den Weg hier weiterführen. Das heißt, das Land ein bisschen anheben. Dann mache ich das erstmal mit dem Wassertool, das geht nämlich immer schneller. Hier einmal gucken, dass wir hier eine vernünftige Wegform gleich hinbekommen. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann irgendwo hier vorne wieder im Land münden. Da haben wir schon mal hier den Grundweg gesetzt, soweit. Den können wir jetzt ja auch schon mal hier entlang ziehen. Ich will halt immer gucken, dass die Kurven möglichst so aussehen, als wenn sie in einem Schwung sind und in einem Guss. Und hier vorne muss ich jetzt auch nochmal einiges an Land anheben, weil hier sind Gebäude geplant. Und ihr wisst ja, wenn man Gebäude platzieren will mit diesen Erhöhungen, dann muss man immer erstmal mehr Land anheben, als man eigentlich möchte. Ist beim Bauen immer ein bisschen, ja, ich sag mal so, es macht das Ganze schwieriger und anstrengender. Aber ich finde, das Endergebnis lohnt sich. Man muss halt nur immer sehr vorausplanen, was man da für Gebäude platzieren will und für platzierbare Objekte. Auch Bäume und Felsen und sowas. Weil ansonsten hat man dann nachher das ganze Terraforming schon gemacht und ja, muss dann alles nochmal machen, weil dann ein Gebäude nicht zu platzieren ist, was man da gerne noch hätte. Ich glaube, der Wald, der muss ja auch erstmal ein bisschen weichen. Kann man ja auch am besten immer am Ende zeichnen, finde ich. Ah, seht ihr nämlich, hier haben wir noch eine riesen Lücke drin. Und dann können wir schon die Gebäude anfangen zu platzieren, die ich hier gerne hinmachen würde. Nämlich soll da die Beobachtungsgalerie hin, und zwar die aus meinem Jurassic World Nachbau. Also diese Mosasaurus Beobachtungsgalerie. Finde ich ganz cool und sehr geeignet. Weil man da irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die
offener und dadurch hat man irgendwie, glaube ich, eine bessere Sicht. Kommt einem zumindest so vor. Kann auch nur Einbildung sein. Ich werde jetzt aber auch versuchen, wie in der Jurassic World, so ein bisschen nebeneinander und abgerundet da zu platzieren, also mehrere. So ist doch auch gar nicht schlecht. Dann wird man hier einen guten Blick haben auf beide Wasserfälle. Ich glaube, das ist sogar noch viel, viel besser so. Jetzt können wir hier vorne ja nochmal gucken, ob wir nochmal Probleme bekommen. Können wir hier Wasser einzeichnen? Nee, das sieht gut aus. Hier vorne beginnt das erst, ne? Ja. An dieser Stelle beginnt das erst, aber das macht nichts. Da kann dann auch ruhig ein bisschen Land sein. Dann müssen wir uns dann... Eigentlich könnten wir den Berg dann hier wieder so anfangen lassen schon. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber der Blick ist jetzt super von den Galerien aus. Wenn wir mal reingehen. Oh, der ist wundervoll. Ich kann wundervoll das Wasser sehen und die Wasserfälle. Hier wird nämlich auch ein Wassergehege bleiben. Könnt euch dann ja sicherlich schon denken, was für ein Lebewesen da letztendlich reinkommen wird. Haben wir ja nicht so viel Auswahl, was die Wasserlebewesen angeht. Aber ich denke, da werdet ihr euch auch alle drüber freuen. Also wir können ja schon offen, denke ich, darüber reden, welche Kreatur hier reinkommt, nämlich der Mosa. Ich bin nur gerade am überlegen, bis wohin der schwimmen soll. Weil der Zaun hier vorne ist ein bisschen mickrig für diesen großen Mosa. Das heißt, wenn wir das hier offen lassen, müssten wir hier nochmal einen größeren Zaun irgendwo zwischen platzieren. Oder wir schließen das Ganze hier. Oder weiß ich nicht, ob das so cool ist. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn das dann hier so wie so eine kleine Bucht ist, so ein bisschen abgerundet. Jetzt können wir hier noch gehen. Auch gar nicht so weit. Könnten wir dann das Ganze hier auch noch ein bisschen mehr dicht machen. Ich glaube, so ist die Landform schon gar nicht schlecht. Wenn wir dann hier noch ein bisschen Höhenunterschiede und so einbauen, wird das, denke ich, relativ interessant werden. Ich würde fast sagen, dass wir das so machen, von der Schwingung her. Geht das so in einem Guss ein bisschen über. Der Felsen da gefällt mir auch sehr gut, der hier, der kleine. Der wird da wahrscheinlich einfach von der Insel standardmäßig sein. Wenn wir uns dann zunutze machen. Dicken gehe ich, glaube ich, noch runter mit dem Zaun. So eher. Aber wir können hier leider nicht ganz ran. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Weil wenn wir da zu nah rangehen, geht das Ende hier hoch. Ich denke, so ist das schon völlig in Ordnung. Hier will ich nämlich auch noch ein bisschen runter. Hier werde ich gleich auch noch versuchen, was zu platzieren an Felsen. Hm, können wir vielleicht sogar noch näher ran? Ne, näher als so geht nicht. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Aber jetzt haben wir wieder das Problem hier mit dem Zaun. Ich hoffe, das kriegen wir wieder behoben. Ja, wunderbar. Dann haben wir da das Zaunstück. Jetzt müssen wir aber hier noch mehr Felsen platzieren. Dass es hier nachher richtig schön felsig aussieht. Dann mache ich auch mal den großen Felsen hin. Und dann nochmal diesen hier. Auf jeden Fall ein bisschen variieren. Ich glaube, hier mache ich sogar nochmal ein bisschen tiefer wieder. Nochmal ein paar Höhenunterschiede drin haben. Und dadurch formt sich die Landschaft dann selber schon sehr natürlich und interessant, dadurch, dass wir diese Felsen platzieren. Das macht schon viel aus. Ob hier nochmal ein bisschen tiefer wieder. Muss ja auch von dieser Seite aus gut aussehen. Ja, wunderbar. Das ist doch schon super. Wenn wir jetzt hier überpinseln und danach ja noch ein paar Büsche dahin machen, dann wird das schon nice aussehen, denke ich. Vielleicht mal so ein bisschen Dekoration mit Bäumen oder so. Wäre auch mal nicht schlecht, wie das aussieht. Mal hier das Stück entlang zeichnen. Ja, hier vorne ist leider das Ganze schon wieder kaputt gegangen. Der Weg... Das mit den Wegen ist echt immer so eine Sache, ne? Also da muss man wirklich
wenn man mit verschiedenen Wegfarben arbeitet, echt aufpassen. Jetzt ist hier schon wieder eine Ecke drin. Ist halt immer so ein bisschen hin und her. Aber ich finde, der Aufwand lohnt sich. Weil diese Ecken machen halt später schon ein bisschen das Gesamtbild kaputt. Muss man einfach sagen. Und hier würde ich jetzt gerne mal eben ein Stück Zaun vorziehen. Passend dazu. Gleichen Winkel möglichst. Ist auch nicht der richtige Winkel. Egal. Ungefähr können wir das so bauen, denke ich. Weil das ist eigentlich nur eine Hilfslinie, die dazu da ist, uns den Abstand richtig anzuzeigen. Weil ich würde hier gerne mal so ein, zwei Bäume hinmachen. Setze ich jetzt einfach mal nach Gefühl. Dreh die ein bisschen so nah, wie es geht, hier ran an den Zaun. Perfekt. Und da können wir dann einmal drumherum zeichnen. Möglichst nah. Das geht schon mal nicht. Das auch nicht. Ihr seht schon, ein bisschen Abstand muss man da leider mal lassen. Weil die halt eine relativ große Hitbox haben, die Bäume. Aber so funktioniert das Ganze. Oh, er will ja direkt jetzt Tore machen durch die Mods. Das ist gerade gesehen. Wenn ich dazu nah an den Zaun rankomme. Es gibt ja mittlerweile diese Tore durch Zäune durch. Vielleicht werden wir das auch noch verwenden. Aber als ich das Ganze getestet hatte, sind ja die Besucher leider noch gar nicht da durchgegangen. Und das ist halt eine Sache, die ich dann überhaupt nicht feier. Wenn die dann eine Blockade bilden für die Besucher. Die Besucher sollen ja überall hin können. Weil die tragen ja auch viel dazu bei, dass das Ganze hier belebt aussieht. Ich versuche jetzt gerade so nah, wie es geht, hier ranzukommen. Hier habe ich aber irgendwie ganz schön Mist gebaut, muss ich sagen. Der Kasten hier sieht größer aus als der hier. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal nachkorrigieren, aber das kann ich gleich auch machen. Wir gucken jetzt erstmal ungefähr, wie das aussieht. Dann hier das Ganze connecten. Dann auch hier vorne das Ganze irgendwie connecten. Der Ecke kann ich dann auch nochmal gucken. Finde ich schon gar nicht schlecht. Dann hat man mal hier so ein bisschen Abwechslung. Einfach so ein paar Palmen. Ich mache das jetzt nur mal eben schnell vernünftig und dann zeige ich euch das. So, jetzt noch schnell die Palmen dahin platziert. Was hoffentlich klappen wird. Möglichst mittig. Unterschiedlich gedreht am besten auch. Damit die nicht so gleich aussehen. Das ist doch schon sehr schick. Und dann können wir nochmal versuchen, ein paar Büsche dahin zu quetschen. Wenn es denn klappt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nee, das wird nichts. Aber die Palmen bringen ja zum Glück auch schon eigene Büsche mit sich. Deswegen finde ich das auch so schon okay. Ich glaube, sogar so ein bisschen Gras haben wir dann noch zusätzlich hinbekommen. Also gar nicht so verkehrt. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt können wir mal eben wieder hier mit dem Pinseltool Wasser hinzeichnen. Es geht auch gar nicht so viel hier verloren. An Wasser, das finde ich eigentlich auch ganz nice. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Hier vorne könnten wir dann uns auch noch was überlegen. Ich denke mal, ich werde das dann einfach hier so verbinden. Dass ich die miteinander verbinde und dann man über die mittlere eine Verbindung zum Hauptweg hat. Wir da dann auch nochmal eine schöne Wegfläche draus machen. Weil zu viel Asphalt will ich hier auch nicht zeichnen oder zu viel Stein und Weg. Und dann geht die ganze schöne Naturflöten, die wir wieder einzeichnen. Noch ein Ticken weiter vielleicht bei beiden Seiten. So, und auf jeden Fall ein bisschen breiter. Ich glaube, ich mache bei beiden so nach innen. Und jetzt machen wir hier am besten ein Verbindungsstück. Gar nicht so einfach hier immer gleichmäßig zu arbeiten. Da muss man sich echt immer schon viele Hilfslinien bei diesem Wegetool setzen. Aber ich muss sagen, dass ich das Wegetool von Jurassic World Evolution eigentlich ganz cool finde. Ist auf jeden Fall nicht so anstrengend wie das von Planet Zoo.
Man hat zwar dadurch dann im Endeffekt auch nicht so viele Möglichkeiten, aber dafür ist es schön simpel zu bauen. Und ich finde auch ein großer Vorteil von JWE ist es definitiv, dass das Ganze nicht so lange dauert wie Planet Zoo. Weil bei Planet Zoo ist es jetzt auch schon wieder aktuell bei mir so, dass ich einfach wieder die Zeit und Lust nicht habe zu investieren. Also ich habe nicht die Lust, die Zeit zu investieren, die ich investieren möchte oder müsste, um zufrieden zu sein. Ich hätte Bock weiterzubauen, aber das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu anstrengend. Ich werde auch irgendwann noch weiterbauen, aber wahrscheinlich eher so im Livestream oder sowas. Mal schauen. Ist natürlich immer schade, aber das ist halt bei Planet Zoo oft so. Ich finde halt auch, dass bei Planet Zoo einfach viele Funktionen viel zu kompliziert sind. Zum Beispiel, die haben ja ein Aquatic-DLC rausgebracht für uns. Allerdings ist es halt so, dass ja Unterwassertunnel bauen nur mit einem Trick geht und nicht mal vernünftig funktioniert und das einfach mega kompliziert und anstrengend ist von der Handhabe. Und ich glaube, das nimmt einem dann auch schnell die Lust, dann da sich auszutoben, weil das halt alles so kompliziert ist. Und halt zeitintensiv, ne? Also die Zeit, die man bei Planet Zoo investieren muss, um wirklich ein schönes Ergebnis zu kriegen, ist insane. Das können, glaube ich, die wenigsten Leute aufbringen. Ich muss ja auch noch nebenbei noch arbeiten und andere Sachen aufnehmen für YouTube und möchte das ja auch. Also ich muss es nicht, aber ich möchte es halt. Und dadurch ist momentan wieder Planet Zoo sehr in den Hintergrund gerückt bei mir, weil es einfach viel zu zeitintensiv ist. Es macht zwar Spaß, aber bei Jurassic World Evolution ist es zum Beispiel momentan so, dass wir so viel Neues kriegen und hier kommt man einfach schneller zu Ergebnissen. Also wenn ich hier zum Beispiel was bauen will, das geht viel, viel schneller als bei Planet Zoo, bis ich dann zufrieden bin. Und ich finde natürlich auch noch Dinos ein bisschen interessanter als Tiere, muss ich dazu auch noch sagen. Also ich mag beides natürlich sehr gerne, aber bin schon seit Kind auf an oder seit Kindheitstagen an Dinosaurier-Fan und deshalb ist Jurassic World Evolution da auf jeden Fall mein Favorit, auch wenn es halt nicht so viele Möglichkeiten bietet. Ja, auch hier nochmal das ein oder andere Stück Wasser ragen lassen. Da muss man halt jetzt gucken, dass die Felsoptik möglichst beibehalten wird und das schön ungleichmäßig und natürlich aussieht. Das sind dann immer so die Feinheiten, die man hier macht. Aber das macht immer viel aus. Ja, so sieht das doch schon gar nicht schlecht aus. Und jetzt noch ein dazwischen, das wäre ideal. Vielleicht mit dem richtigen Winkel klappt es. Machen wir den mal so. Dann schauen wir uns das gleich mal an, wenn wir hier wieder ganz anpassen. Sieht ja schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Wieder natürlich überglätten. Dass da sogar so ein bisschen im Wasser drin ist, finde ich das gar nicht verkehrt. Hier müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das vernünftig machen. Ich werde das wahrscheinlich hier auch ähnlich handhaben wie in der Jurassic World. Ich will hier nochmal einen Zaun vorplatzieren. Schön ran. Und ich gehe dann mal nur bis hier ungefähr. Das mache ich jetzt bei der Galerie genauso. Dann können wir da nämlich noch eine schöne Abrundung gleich reinbringen. So und so. Und jetzt gucken wir mal, dass wir genau hier dann die schöne Abrundung noch reinbringen. Hier können wir gleich auch noch einen Abschluss vielleicht finden. Aber erstmal machen wir hier das Ganze auch. Hier ungefähr. Und dann einmal abrunden. Sehr schön. Haben wir dann einen schöneren Abschluss, denke ich mal. So, bis hier einfach. Zum Gebäude anfangen. Das sieht doch dann ganz ordentlich aus. Machen wir jetzt auch nochmal genauso. Bis hier vorne. Perfekt. Dann haben wir die Galerien da schon mal schön stehen. Gucken wir da schön nochmal eine Schicht Gras davor.
davor. Müssen wir auch noch definitiv natürlicher hier gestalten. Ein bisschen Variation hat. Auch nicht zu viel. Da müssen wir halt vorsichtig sein, gerade hier vorne. Aber dass es hier nicht so gleichmäßig aussieht. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist das Ganze hier doch nochmal einen Ticken weiter hier rüber zu setzen. Dann sieht das ein bisschen schicker aus. Weil irgendwie ist das hier ein bisschen fehlplatziert. Ist zwar nervige Arbeit, aber für euch kann ich das Ganze herausschneiden. So finde ich das definitiv besser. Dann passt das hier auch besser mit dem Landstück. Und vielleicht können wir dann sogar hier noch ein Gebäude hinmachen. Ich habe mir überlegt, vielleicht so eine Sturmabwehrstation dahin zu platzieren. Das könnte ganz cool aussehen, wenn dann hier noch so ein Turm im Hintergrund steht. Sieht dann noch ein bisschen mehr High Security aus, gerade bei so einem gefährlichen Urzeitlebewesen. Würde das ja sogar Sinn machen. Ich glaube, ich platziere die mit so ein bisschen Abstand. Und dann machen wir das so. Und dann schön mit dem Zaun arbeiten. Jetzt bis hier vorne mit dem Zaun gehen. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ja, den habe ich schon schlecht platziert. Hier vorne ist ganz leicht abgerundet sogar der Weg. Ich gerade. Macht es natürlich nicht einfacher. Aber schöner. Also ganz kleine Mini-Stückchen sind auch immer schwer. Da muss man dann immer so von hier aus einzeichnen. Will ich nochmal ein Zwischenstück haben. Hier könnte es jetzt auch wieder problematisch werden. Ja, ihr seht schon, hier ist auch wieder doof. Ja, ja, vielleicht müssen wir dann doch erst das Stück hier einzeichnen. Und dann hier noch das Stück. Das ist doch schon ganz gut. Ja, das gefällt mir. Das sieht cool aus. Jetzt können wir eigentlich auch mit dem Zaun bis hier vorne gehen, denke ich. Wenn es eigentlich nicht Not tut. Aber warum nicht? Dann haben wir hier wenigstens einen vernünftigen Abschluss. Hier vorne soll auch nochmal ein Gebäude hinkommen. Ich habe mich dafür so ein Wissenschaftszentrum entschieden. Soll dann hier irgendwo hin. Dann haben wir da nämlich auch nochmal was stehen. Und dann können wir hier einmal den Weg einfach hier vorne hinführen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch eine Wegfläche vormachen sollen. Würde natürlich auch gehen. Das Ganze so und so vielleicht. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Und dann natürlich den Zaun da auch wieder entlang führen. Ja Leute, an diesem Punkt seht ihr, dass jetzt einiges zurückgesetzt wurde. Das liegt daran, dass ich eine kleine Aufnahmepause gemacht hatte und dann weiterspielen wollte
Und die letzten 5 Safe Games, die ich zwischendurch immer mache, zur Sicherheit, sind alle nicht mehr ladbar. Das heißt, da bin ich in einem endlosen Ladescreen gefangen. Und ich habe so viel ausprobiert und getestet. Ich habe Mods deinstalliert, ich habe alle Mods rausgemacht. Ich habe ältere Versionen von der Extended Islands Mods installiert. Und. Ich habe sogar die Datei an Seba geschickt, der hat es ausprobiert. Die sind alle leider nicht mehr ladbar und spielbar. Das Problem hatten wir ja schon mal, da dachte ich, es liegt hier an meiner Mod mit den freifliegenden Aviarium. Aber anscheinend lag es daran gar nicht. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es so ein bisschen an der Extended Islands Mod liegt. Dass dann da irgendwie ein Fehler auftritt und man dann in so einem Endlos-Ladescreen ist. Macht es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, das ganze Projekt hier weiterzumachen. Weil jedes Mal, wenn ich speichere und dann am nächsten Tag weiterspielen will und dann, ja, das schreckliche Erwachen habe, dass der Save oder dass das Save-Game nicht mehr funktioniert, ist natürlich ein bisschen bitter, ne? Also ich werde das jetzt auf jeden Fall dieses Gege fertig machen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das Projekt überhaupt noch zu Ende bringen können, weil ich habe ja noch so viel geplant hier. Problem ist halt nur, wenn die Save-Games nicht funktionieren, dann verliert man halt auch einfach so ein bisschen die Lust an der Detailarbeit, ne? Also ich habe jetzt keine Lust, hier ständig viel Zeit zu investieren, alles vernünftig zu gestalten. Und dann am nächsten Tag ist alles wieder weg und ich muss von vorne beginnen. Ja, da müssen wir halt jetzt gucken, wie das dann so weiterläuft. Vielleicht tritt das Problem ja auch nicht mehr auf oder sowas. Vielleicht war das eine einmalige Sache. Müssen wir da mal schauen. Also wenn ich das Projekt abbrechen sollte, wisst ihr auf jeden Fall, dass es daran liegt, dass die Safe Games so ein bisschen kaputt sind. So, ich habe das jetzt soweit wieder einigermaßen nochmal nachgebaut. Die ein oder andere Stelle hat sich nochmal geändert. Aber ich bin jetzt schon mal sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Sieht eigentlich ganz cool aus schon. Kann ich mir schon sehr gut als Mosasaurus-Becken vorstellen. Mit den 2 Wasserfällen. Dann hier die Viewing Galleries. Das ist schon sehr cool. Hier schön diese kleinen Felsen. Also ihr braucht jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass das Projekt jetzt komplett auf Eis gelegt wird. Ich muss es natürlich jetzt erstmal noch weiter testen. Aber wenn das jetzt noch öfter vorkommt mit diesen Safe Games, dass es nicht mehr spielbar oder ladbar ist, dann ist das natürlich ein bisschen problematisch, ne? Da verliere ich halt selber so ein bisschen den Spaß daran, wenn ich dann ständig Probleme habe und Sachen 10-mal bauen muss und es dann doch nicht speichert. Weil an sich habe ich auf dieses Projekt mega viel Bock. Aber sowas macht es halt ein bisschen kaputt. Weil da scheint noch irgendeine Mod nicht richtig zu funktionieren, was das Laden angeht. Meine größte Vermutung ist tatsächlich diese Bigger Islands Mod. Bin mir da aber auch nicht zu 100%ig sicher. Ich werde aber versuchen, jetzt möglichst viele Safe Games zu machen und gerade wenn ich irgendwie aufhöre zu spielen, dass ich nochmal an verschiedenen Positionen und sowas, ja, irgendwie 5, 6 Safe Games mache und dann in der Hoffnung, dass zumindest eins davon lädt, das reicht ja schon. Weil jetzt weiß ich ja Bescheid, dass diese Gefahr besteht. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier nochmal im Hintergrund so eine schöne Einschienenbahn lang führen. Müssen wir mal gucken, an welcher Position. Also hier oben so lang soll die fahren. Über die Wasserfälle. Es sieht eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Es wäre dann diese Einschienbahn, die geht dann durch den Felsen hier oben dann weiter. Das wäre so der Gedanke dahinter. Ne, die richtige Monorail brauchen wir mal eben. Genau, hier können wir dann die Schienen auswählen. Ich will übrigens auch nicht zu nah hier an diesen Gewässern bauen, weil ihr seht ja, die sind nicht ganz so schön. Die sehen halt nur vom Weiten gut aus. Deshalb werde ich das auch nur so als Hintergrunddeko mit der Einschienbahn hier regeln. Ungefähr so finde ich ganz gut. Jetzt nehme ich das Gewässer genau durch die Säulen durch. Perfekt. Dann hier entlang. Und hier oben einmal über den Wasserfall. Ja, das finde ich sehr cool. Es wäre cool, wenn dann hier die Monorail nochmal stoppen würde. Hier so einen schönen Blick auf unser Gehege. Das heißt, hier müsste ich nochmal ein kleines Stück kürzer bauen. Ich muss die Kurve schön beibehalten werden. So, und jetzt wähle ich hier nochmal den Lookout-Stop aus. Ein kleines Stück. Dann geht das Ganze hier oben weiter. Wir müssen hier gleich nochmal ein bisschen überglätten, dass die Schienen nicht so schief sind. Dann irgendwo nach hier oben. Wie es dann hier weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Tatsächlich hätte ich es ein bisschen cooler gefunden, wenn die Schienen ein bisschen höher wären, so wie hier vorne, dass man die noch mehr sieht. Aber das habe ich jetzt so erstmal nicht vernünftig hinbekommen. Ich glaube, dafür gibt es sogar eine Mod, dass die Schienen sich besser platzieren und bauen lassen. Allerdings kann ich die jetzt natürlich nicht speichern, die Mod installieren und neu laden. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass sich das Spiel dann wieder nicht laden lässt und ich wieder von vorne anfangen muss.
Dann würde ich nämlich direkt das Projekt, glaube ich, beenden. Deshalb baue ich jetzt für diese Folge zumindest das Gehege, ohne nochmal neu zu laden, zu Ende. Und dann kann ich ja immer noch schauen, dass ich die Bahn da im Hintergrund ein bisschen anpasse. Vielleicht haben wir ja nach diesem Video auch gar keine Probleme mehr. Das wäre natürlich ideal. Würde ich am meisten feiern. Ich werde jetzt hier nochmal viel bepflanzen. Dann werde ich noch die Zäune ziehen und dann bin ich eigentlich schon mit dem Mosasaurus-Gehege fertig soweit. Oben, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Müssen wir auch noch anpassen. Hat dann ja jetzt noch relativ schnell geklappt, zum Glück. Die meiste Zeit habe ich tatsächlich investiert, um herauszufinden, woran es liegt, und habe dann den Fehler trotzdem nicht gefunden. Ich habe halt wirklich alles ausprobiert, was geht, um irgendwie mein Savegame wieder laden zu können. Ich meine, wäre es jetzt nur das Savegame gewesen, wäre es ja nicht so schlimm, aber ja, im Prinzip ist ja das gesamte Projekt damit so ein bisschen gefährdet, zumindest das Weiterbauen. Das ist halt das, was mich stört, was echt schade ist. Vielleicht werden ja noch die Mods, an denen es liegen könnte, irgendwie geupdatet oder gepatcht oder sowas und dann funktioniert das wieder, wer weiß. Bin ich jetzt sehr gespannt. Aber mit diesem Hintergedanken im Kopf, dass eventuell das, was ich hier baue, alles umsonst ist und ich das nicht weiterbauen kann, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Es demotiviert schon, muss ich sagen. Aber umsonst ist es natürlich nicht, ne? Das ist das falsche Wort. Immer nehme ich es ja auf Video auf und dann kann man sich's nochmal zumindest angucken. Aber ich wäre halt sehr traurig, wenn das verloren geht hier, was ich jetzt gerade wieder baue. So, jetzt müssen wir mal den Bereich abstecken, wo dann der Mosasaurus später schwimmen wird. Machen wir erstmal hier mit so einem großen Zaun, dann sehen wir das besser. Wir können eigentlich direkt bis hier vorne gehen. Es wird natürlich dann alles noch unsichtbar. Ich will auch nicht zu nah an den Rand gehen. Weil am Rand wird es logischerweise flacher, das Wasser. Ich werde jetzt auch noch nicht groß Anpassungen unter Wasser vornehmen. Zumindest nicht, bis ich weiß, ob das Ganze dann lädt oder nicht. Ich gehe, glaube ich, nur bis hier vorne. Also ganz zum Wasserfall soll er gar nicht. Hier um diese Dinge auch immer schön herum. Dann reicht es eigentlich schon. An die Bäume darf ich halt auch nicht ran, logischerweise. Weil sonst Bäume auch verschwinden könnten, eventuell. Wollen wir auch nicht. Und ich denke, dieser Bereich zum Schwimmen ist völlig ausreichend. Tatsächlich musste ich das Spiel jetzt doch nochmal speichern und neu starten, weil ich einige Mods vergessen hatte. Unter anderem die Mosasaurus-Mod und auch hier diese Invisible-Fence-Mod, dass hier vernünftig funktioniert. Und ja, ich habe eine gute Nachricht für euch, denn es hat, wie ihr seht, problemlos geladen. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur an dem einen Tag lag. Also irgendwas ist da schiefgelaufen oder so, ich weiß es nicht. Und ja, ist momentan auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass wir Mountains of Tacaño ohne Probleme weiterführen können. Ich habe jetzt hier das Gehege auch soweit fertig, würde ich fast sagen. Da oben die Einschienbahn habe ich auch nochmal ein bisschen verändert von den Schienen. Die sind jetzt etwas höher über den Baumwipfeln, das gefällt mir ein bisschen besser. Aber wir müssen eigentlich hier auch noch ein paar Höhenunterschiede und so reinmachen. Das können wir aber eigentlich erst, wenn der Moser drin ist. Aber ich will auch noch eine andere Sache ausprobieren. Das machen wir jetzt auch mal eben schnell gemeinsam. Denn ich habe noch eine Mod installiert. Die ist auch relativ neu. Da kann man unsichtbare Fischfieder machen. Sieht dann halt so aus, als wenn einfach Fische so drin herumschwimmen. Oh, hat ja gut geklappt. Danke für nix. Das ist aber für mich nicht unsichtbar. So, jetzt habe ich sie aber richtig installiert. Dann sind hier nämlich nur die schwimmenden Fische. Ziemlich cool. Ich möchte halt jetzt versuchen, ob es möglich ist, das so aussehen zu lassen, als wenn die Fische wirklich hier im Wasser schwimmen. Dann müssen wir das natürlich nochmal ein bisschen niedriger machen vom Niveau her. Wäre aber cool, wenn dann an der einen oder anderen Stelle halt echt Fische schwimmen. Wie ist denn das, wenn ich das so mache? Mal gucken, ob man die dann noch erkennen kann. Würde ja schon cool aussehen, wenn die nur so leicht durchschimmern. Ganz, ganz leicht nur. Wenn man ganz nah ranzoomt.
Okay, das ist schade. Dann lohnt sich der Aufwand nicht so. Das ist dann wahrscheinlich eher so für solche Gewässer gut geeignet, die dann nicht hier diese Island-Gewässer sind. Das ist ja eigentlich hier alles nur Fake-Wasser. Da kann ich die leider nämlich nicht drin platzieren. Können wir doch mal schauen. Da haben wir ja unsere Krokodile. Und da könnten wir doch sicherlich einen hinmachen. Auch wenn die das nicht fressen, sieht ja trotzdem cool aus, wenn hier mal ein paar Fische rumschwimmen. Das ist doch nice, oder? Dann wirkt das hier auch ein bisschen lebendiger alles. Überall da, wo es geht, können wir mal den einen oder anderen platzieren. Und jetzt schwimmen hier auch ein paar Fischchen rum. Das ist doch cool. Eine sehr simple Mod natürlich, aber trotzdem cooler Effekt. Ist halt nur schade, dass die Krokodile die Fische nicht wirklich angeln. Aber jetzt können wir eigentlich schon zu unserem Bewohner kommen für das heutige Gehege, was wir gebaut haben. Und das ist natürlich kein geringerer als, ich gehe mal schon raus mit der Kamera, der ist ja so riesig, als der Mosasaurus. Der filmakkurate riesige Moser. Den finde ich tatsächlich so cool, dass der auf keinen Fall in irgendeinem Park fehlen darf. Der kommt da gleich rüber in das Gehege. Ich denke auch mal, dass das Gehege locker groß genug sein wird. Ja. Das ist ja eine riesige Bucht, wo der drin schwimmen kann. Mit zwei coolen Wasserfällen. Und dann natürlich hier diese coole Viewing Gallery. Wo die Besucher den dann schön beobachten können. Vielleicht könnten wir sogar hier noch, wie bei unserer Jurassic World, so ein Feeder-Dings hier auch noch einbauen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Könnte man überlegen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool finden würdet. Also das ist dann sozusagen dieses, wo der Hai rübergefahren wird. Könnte man halt von hier ausgehend machen oder von hier aus. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also wenn ihr euch das wünscht, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann kann ich das ja in der nächsten Folge noch machen. Ich werde das jetzt erstmal sein lassen. Wir bringen nämlich jetzt den Moser rüber. Und dann schauen wir uns mal das Endprodukt an. Und da landet der Moser in seinem Gehege. Oh, der muss definitiv noch tiefer. Das sieht echt cool aus. Können wir mal aus dieser Sicht kurz schauen. Ja, das ist schon ziemlich nice. Wir senken den mal ein bisschen ab noch. Die Unterwassergestaltung werde ich wahrscheinlich irgendwann auch nochmal machen. Aber das werde ich nicht im Video machen. Am coolsten ist es natürlich, wenn die dann auch mal auf- und abtauchen und sowas. Wenn man da so ein paar Höhenunterschiede drin hat. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir für die heutige Folge fertig soweit. Wenn ihr einen tollen Namensvorschlag für unseren neuen Mosasaurus habt, könnt ihr den gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und das haben wir heute gebaut.